Herzlich willkommen zu Folge 15 von Road to Paragon Level Unendlich. Ja, wir sind hier wieder mal mit unserem schönen Hexendoktor unterwegs und wollen, ja, ein bisschen hochleveln, ein bisschen questen. Ich will auf jeden Fall, ja gut, Level 20 schaffen wir locker noch, vielleicht sogar Level 21. Ich werde hier noch jetzt heute insgesamt 3 Folgen aufnehmen. Das bedeutet, 2 stehen noch aus, diese und die nächste Folge. Und dann schauen wir mal weiter, mit was es dann in der nächsten Aufnahmesession weitergeht. Oh, jetzt kommen hier wieder ein paar Gegner. Ein paar böse Gegner. Ein paar Elite-Gegner. Oder können wir ja mal wieder ein paar, ne, hier so schmeißen. Das ist ja auch mal, bis unsere Mana-Dingens wieder aufgeladen ist. Oh ja, habe ich hier natürlich einen großen Fehler gemacht. Und der Wünschi ist auch mal wieder am Start hier. Ist auch ein sehr aktiver Kollege, was Diablo angeht. Ich brauche mehr Mana. So, jetzt aber hier los. Mal die Spinnenattacken hier rauslassen. Unsere guten Spinnen, die haben wir ja schon sträflich vernachlässigt. Oh, warum vieren die mich immer? Albtraumhaft sind die. Naja, da gibt es andere Gestalten, die albtraumhaft sind. So, du gehst jetzt drauf. Sag doch, du gehst drauf. Der letzte geht auch noch drauf hier. Da packen wir nochmal unsere Mega-Waffe aus hier. Und noch ein paar Spinnen hinterher und dann war's es. Dann war's das. Das müssen wir uns aufheben. Da ein bisschen Intelligenz draufklatschen, dann sieht das schon sehr gut aus. Dann ist das besser, würde ich behaupten. Und hier haben wir einiges. Warte mal. Wir brauchen eigentlich, ne? Intelligenz, nicht Geschicklichkeit. Aber das können wir uns aufheben. Für einen Dämonenjäger oder was sonst noch Geschicklichkeit brauche, ich weiß es gerade nicht. Aber ich bin doch richtig, ne? Wir brauchen doch. Moment, Details. Hier haben wir es doch. Intelligenz und Vitalität brauchen wir, ja. Nicht, dass ich hier noch irgendeinen Müll erzähle. Das wäre ja nicht angebracht. Und ja, ich wurde auch in den Kommentaren mal darauf hingewiesen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Oh mein Gott, Schande. Schande über mich. Aber ich habe es geändert. Ich habe hier, bin jetzt auf Angriffsgeschwindigkeit. Er hatte recht, ich hatte kritischer Trefferschaden. Erhöht mit meinen Paragon-Leveln. Das macht relativ wenig Sinn bei dem ersten geringen Schaden, den wir machen. Und bei dem noch geringeren Wahrscheinlichkeit, dass wir den Schaden überhaupt irgendwann ausüben werden. Macht das natürlich nicht so extrem viel Sinn, darauf zu skillen. Und Stufe 20, jawohl. Oh, habe ich mich verklickt. Sorry, tut mir leid, kann passieren. So, ja. Wir haben genügend Mana, erzähl doch nichts hier, komm, schlechte Medizin. Solche Frevler Quacksalber hier am Start oder was? Warum schlechte Medizin? So. Da schauen wir uns das Ganze mal an, was wir hier zur Auswahl haben. Hier. Es gibt einmal Blutritual. 10% der Mana-Kosten werden vom Leben abgezogen. Außerdem regeneriert ihr 1% eures maximalen Lebens pro Sekunde. 200. Ja, es könnte mal interessant werden irgendwie. Schlechte Medizin. Wenn ihr Gegnern Giftschaden zufügt, wird deren verursachter Schaden 3 Sekunden lang um 20% reduziert. Und was war das? Die Heilkugeln stellen 10% des maximalen Mannas wieder her, wenn sie eingesammelt werden und gewähren 15 Sekunden lang 10% Intelligenz. Der Intelligenzbonus ist bis zu 5-mal stapelbar. Da wir unsere Gifthundtünchen mit am Start haben, mache ich das mal. Dann machen die nämlich weniger Damage noch, die Gegner, die von denen angegriffen werden. So, hier erhöht eure Ressourcenerzeugung, oder? Wenn euer Leben niedrig ist, kommt euch der Templer zu Hilfe, stößt Gegner in der Nähe zurück und heilt euch. Mehr Mana, oder? Das ist eine schwere Entscheidung.
Das ist gar nicht so easy. Aber wir werden ja hier schon, heilt euch in den Templer, lässt euch in den Templer Leben regenerieren. Die Ressourcenerzeugung ist natürlich nice, ne? Um wie viel erhöht's die denn? Das wäre mal ganz praktisch. Ich gehe auf Nummer sicher. Wir wollen ja nicht sterben. Dann soll er lieber die Gegner mal nochmal wegbashen. Und uns dadurch ein bisschen in Schutz nehmen. Der gute Templer. Das macht er ja bestimmt sehr gerne. Irgendwas höre ich doch hier komisches. Hier war hier nicht ein Boss? Diese Bestie ist vor kurzer Zeit gestorben. War hier nicht irgendein Boss? Ich weiß es nicht. Doch, da war ein Boss. Sag ich doch, habe ich doch gleich gewusst, dass hier ein Boss war. So, natürlich wäre jetzt die Regeneration auch, also die erhöhte Ressourcenregeneration auch nice. Aber man weiß halt auch nie, wie viel das ausmacht. So, jetzt machen wir hier mal Damage. Geht down, 10.000 hier. Leute, was schlägert ihr so lange an den leichten Gegnern darum, während ich mich hier wieder abrackern muss, ne? Ich dachte, ihr macht jetzt alles für mich und ich muss nur noch delegieren. Aber so scheint das wohl doch nicht zu funktionieren. So. Jetzt ist aber gut hier. Jetzt ist er down. Eingekesselt von unseren Mannen. Die Plünderer haben meine arme Frau und mich stundenlang dort unten festgehalten. Ja. Ich bin mir sicher, sie würde euch liebend gerne und sich für eure Hilfe bedanken. Das ist aber fein. Sollen wir da mit rein? Da gehen wir mal rein. Liebste, das ist der Mann, der unseren Hof. Hört mir jetzt gut zu. Der Geist eurer Frau ist fort. Oh, ich weiß, ich weiß. Hat eine Tote da am Start. Letzte Woche ist sie niedergeschlagen. Aber hey. Ihr wollt lieber bei ihr bleiben. So sei es. Wir nehmen das Zeug hier mit. Danke. Ja, da fliegt doch mal der Kopf ab. Die ist nicht eingenickt, Kollege. Fakt ist, wir haben hier einen ganz netten Handschuh gefunden. Wunderbar, den ziehen wir gleich mal an. Uiuiui, da geht ja richtig was rund heute. Seltener Beinschutz auch noch, den können wir auch noch sockeln. Da haben wir nachher mal Fettintelligenz drauf, würde ich behaupten. Oder so. Intelligenz ist wahrscheinlich das Beste. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, nicht mehr in dieser Folge. In dieser Folge, ja, wir kommen ganz gut zurecht. Ist jetzt keine Notwendigkeit, in die Stadt zurückzureisen und das Ganze zu unterbrechen. Das machen wir dann am Ende der nächsten Folge. So. Das wird doch alles hier. Das wird alles, Freunde. Seht ihr schon kommen? Die Gegner haben nichts mehr zu lachen gegen uns. Auch wenn unsere... Wenn ich so überlege, ne? Ich spiele jetzt mit dem einen schon auf Qual 4, mit dem Barbar. Und was ich hier für Damage mache. Und was die Leute für Leben haben. Das ist schon ein bisschen, ich will ja jetzt nicht sagen lächerlich, aber halt ein bisschen weniger, ne? So, ja, komm, wirft mal hier ein bisschen mit den Spinnen rum. Ein bisschen heimsuchen, dass wir ein bisschen Leben machen, ein bisschen wieder Spinnen. Aber eine nette Waffe wäre auch was Feines nochmal, ein bisschen mehr Damage, kann nicht schaden. Aber die machen uns halt keinen Schaden. Sprich, denke ich, dass wir mit dem wirklich mal auf Qual 1 gehen könnten. Ich würde sagen, das probiere ich einfach mal aus. Und wenn es funktioniert hat, werden wir das nächste Mal hier mit einem Qual 1 Charakter spielen. Warum auch nicht? So, dann ziehen wir den schönen Gürtel noch an. Wir steigern uns aber in dieser Folge ganz schön.
Das ist natürlich sehr erfreulich. Da stimmt ihr mir sicherlich bei. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. So. Oh, das ist natürlich auch wichtig hier, der Punkt. Können wir zu den Feldern des Elends reißen. So, dann machen wir die kurz fertig. Ich hasse diese Brutseuchennester hier. So, jetzt mach ihn fertig. Die Seuchennester hier. Die sind schon ein bisschen, naja, nervig. Beziehungsweise die Viecher, die sie ausbrüten, sind nervig, meiner Meinung nach. Jetzt vergiftet den mal ordentlich, den Riesen. Die riesige Bestie hier. Der kann er nicht angehen. Wir laufen jetzt einfach schön ab. Und gleich das nächste Seuchennest. Wie ich es hasse. Die Seuchennester sind für nichts zu gebrauchen. Für gar nichts sind die gut. Nur zum Nerven. Was findet ihr eigentlich sind die nervigsten Gegner, die es bei Diablo 3 gibt? Das würde mich mal wirklich interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare. Sofern ihr bis hierhin durchgehalten habt, ne? Sonst könnt ihr das ja schlecht wissen. Oh, da ist eine verlorene Mine. Ich glaube, die nächste Folge wird in der Dungeon zu Ende gehen. Ich liebe Dungeons. Ich will ja auch mal irgendwann alle Dungeons hier machen, ne? Da gibt es ja auch ein paar Auszeichnungen dafür, die ich natürlich haben muss. Weil ich sonst kein Leben habe und mir eine Auszeichnung nach dem anderen holen will. Nee, Spaß, aber ja, ihr wisst ja schon, wie ich spiele, ne? Der Simon mag das. Der mag die Herausforderungen. Oh, das sind ja, sind das blaue? Nee, oder? Das können keine blauen sein. Oh, da haben wir Gold. Das nehmen wir gern. Ist jetzt sonst noch irgendwas Interessantes? Nö. Dann können wir erstmal hier runter weiter vordringen in die Höhle. Und ja, dann machen wir auch gleich mal wieder Feierabend hier für die Folge. Bin ja auch wieder bei 13 Minuten circa. Zoomen wir uns ein ruhiges Plätzchen. Und dann geht es in der darauffolgenden Folge wieder weiter. In der nächsten Folge. Oh, die machen wir noch. Danach ist Feierabend. Oh, die haben aber gut, die haben gut Leben. Das braucht noch ein bisschen jetzt. Oder machen die auch noch so einen Scheiß hier? Das kann doch keiner brauchen. Komm, greift die mal ordentlich an, Leute. Greift die mal ordentlich an. Ihr könnt euch doch von denen nicht gefallen lassen, dass die euch hier lächerlich aussehen lassen. Vor mir, eurem Meister und Gebieter. Natürlich sehr gerechten Gebieter. Versteht sich. So, jetzt macht die mal fertig. Komm. Die gehen mir auf den Zeiger. Mit ihren Laserteilen, hier Arkan verzaubert. Aber jetzt ist Geschichte mit denen. Die Truhe nehmen wir noch. Die Truhe nehmen wir natürlich noch. Truhen sind wichtig. Truhen braucht das Land. Und ja, dann hat es mich sehr gefreut, dass du heute eingeschaltet hast. Schau bei der nächsten Folge auch wieder rein. Jo, wenn es weitergeht hier mit Diablo 3 mit unserem Hexendoktor zusammen mit eurem Simon von Wir spielen es. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.